Willkommen, Bürger und Scharlatane, zum Frontbericht von Let's Play Warhammer 40.000 Armageddon. Wir haben unsere übliche Hintergrundbeschallung und sind gerade auch auf dem Marsch. Wir machen gerade eine kurze Marschpause. Wir sind ja von Hive Archeron losgefahren, um nach Hades zu kommen. Haben dabei die, sagen wir mal, die Bosslager, die harten Orks zerschlagen. Während die Salamanders, Space Marines, Salamanders, Ultramarines und Blood Angels sich um restlichen Orks gekümmert haben, stoßen wir jetzt zusammen mit den Blood Angels, wie gesagt, Richtung Norden nach Hadesheim vor. Haben hier die hinteren Ork-Truppen, die Anführer, besiegt. Wir hatten ja viele stark gepanzerte Orks bei und dicke Fahrzeuge. Und haben, sagen wir mal, hier so eine Marschpause gemacht, kurz bevor wir Hades sind, um Erik zu retten. Und unser letzter Kenntnisstand ist, dass Erik den Ork-Boss ablenken wollte, um den Hive zu halten. Wir haben aber nichts weiter gehört und hoffen, dass er durchhält. Wir haben auch sonst nichts weiter von Tartarus gehört. Unser Archeron ist gesichert. Und wir sind jetzt praktisch in einem Wettrennen mit der Zeit. Werden wir rechtzeitig ankommen, um Erik zu retten? Steht überhaupt Hadesheif noch? Ist überhaupt noch irgendwas übrig, was zum Verteidigen sich lohnt? Das werden wir natürlich dann merken. Wir müssen halt noch über den Amendes drüber. Da gibt es eine Engstelle. Ne? Die Brücken, die wir mit Tausenden von toten Orks verstopft haben und nur nach zerstörten Fahrzeugen, müssen wir nicht selber überqueren. Das wird lustig. Also, wie zieht's los? Ungefähr hier hin. Und es soll eine 20 sein. Auf nach hier. So, gleich kommt die kleine Karte. So, wie gesagt, wir sind hier irgendwo in dem Bereich und wollen halt noch von Süden aus nach Hades. Ja, und dann müssen wir gucken, was uns als alles im Weg stellt. Ob wir schnell genug sind, ob wir zu langsam sind, wer weiß, vielleicht ist Erik schon gefallen. Was nicht schön wäre, aber wir werden sehen.